Willkommen zum Börsencocktail der Finanz und Wirtschaft. Heute geht es sozusagen um alles. Es geht darum, wo der Aktienmarkt hingeht und das sagen wir Ihnen. Dann gibt es noch zwei ganz coole Aktientipps, einen langfristigen und einen kurzfristigen. Und dazu haben wir zwei tolle Experten hier im Studio. Einerseits Anja Hochberg, Leiterin Multi-Assets bei der Zürcher Kantonalbank und natürlich unseren Markttechniker Roland Vogt. Gleich zuerst zu meinem langfristigen Anlagetipp. Und da kommen Sie mal ein bisschen näher. Ich zeige Ihnen mal was. Das ist mein Telefon. Und hier unten, da gibt es zwei Schrauben. Und wissen Sie, wer diese Schrauben herstellt? Nicht? Das ist ein Schweizer Unternehmen. Das ist ein relativ unbekanntes Schweizer Unternehmen, zumindest international. Und das heißt FSS. SFS. SFS. Und die sind in der Ostschweiz zu Hause. Und die machen wirklich vor allem Schrauben. Da macht man sich manchmal so ein bisschen lustig, das ist ein Schraubenhersteller, das ist ja nicht spannend, aber das ist wahnsinnig spannend. Denn da sind nicht nur diese beiden Schrauben von SFS, sondern auch ganz viele andere Schrauben in dem Telefon. Und man weiß nicht genau, mit wem haben die Verträge, aber ich zeige Ihnen mal dieses Branding hier, unter anderem mit denen. Und die sind groß. Und SFS hat letztes Jahr Schwierigkeiten gehabt. Die haben 30% verloren, die Aktien, obwohl das Unternehmen immer noch auf allen Zylindern super läuft. Und das, finde ich, ist eine riesige Chance. Wir haben letztens auch mit dem CEO von SFS ein Interview führen können und der hat uns sozusagen nochmal bestätigt, wie gut das Unternehmen im Moment die Lage im Griff hat. Die werden weiterhin sehr, sehr gut laufen, sind auch in verschiedenen Bereichen abgestützt, nicht nur im Telefonbereich, in der Electronics, sondern auch im Bau und in anderen Bereichen und da sind die sehr gut diversifiziert. Von dem her würde ich sagen, SFS wird aufholen, die sind günstig bewertet, haben einen wahnsinnigen Gewinnausweis und ich würde sagen, SFS ist mein langfristiger Anlagetipp. Ich habe Ihnen versprochen, wir sagen Ihnen, wo die Aktienmärkte hingehen und gerade in so einem Umfeld wie jetzt ist das besonders spannend. Fast alle haben das Gefühl und wenn man die Märkte anschaut, dann sieht man das auch so ein bisschen, die Aktienmärkte sind nicht nur aus dem Gröbsten raus, sondern sie sind schon wieder fast in so einem Bullenmarkt. Wir sehen überall positive Nachrichten, China öffnet sich, man denkt, die Lieferketten werden dann wohl auch funktionieren. Die Zinsen sind vielleicht schon wieder auf dem Top mit Tendenz nach unten und von Rezessionen spricht mittlerweile kaum mehr jemand. Ich bin mir da aber nicht wirklich sicher, ob das so einfach ist. Haben wir jetzt irgendwie die neue schöne Welt oder wie sieht es aus mit den Aktienmärkten? Ganz so einfach ist es wirklich nicht. Es gibt allerdings gute Gründe, warum wir diese intensive Rallye eigentlich seit dem vierten Quartal 2022 gesehen haben. Insbesondere ist das natürlich zum einen die Öffnung in China, zum anderen allerdings auch die Tatsache, dass wir einen warmen Winter hatten und sehr viel Gasüberhang in Deutschland, also keine Energiemangellage, keine ausgeprägte Rezession. Und zu gutem Schluss sind auch noch die Inflationsraten in den USA erwartungsgemäß stark gefallen und das hat sogar erste Zinssenkungsfantasien ausgelöst. Und zum guten Schluss dann noch sind natürlich noch die FOMO-Ängste gekommen, Fear of Missing Out, jeder wollte noch dabei sein. Das hat das Ganze schon relativ weit getrieben, aber die Warnzeichen, die mehren sich. FOMO ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das haben jetzt im Moment viele Anleger. Sie denken, sie müssen jetzt investieren, sonst ist es zu spät. Und das könnte natürlich dazu führen, dass wir wirklich noch eine anhaltende Rallye haben. Oder ist das zu einfach gedacht? Ich glaube schon, dass investiert zu bleiben immer ein guter Tipp ist. Die Frage ist, muss ich jetzt noch eine Schippe drauflegen? Und mit dieser Schippe drauf würde ich wirklich noch ein bisschen warten. Die Warnzeichen, die wir sehen, ist zum einen die Stimmung an den Aktienmärkten. Die ist so hoch wie seit September 2016. Nicht mehr. Wir haben Call-Volumen, die jetzt verschrieben werden, die in dieselbe Richtung andeuten. Und insbesondere für uns, wir halten die Zinssenkungsfantasie für ein bisschen übertrieben. Denn wenn die Konjunktur gut läuft, dann schlägt sich das auch in der Inflationsrate nieder und das heißt dann auch, so schnell wird die Fed die Zinsen nicht senken und in der Eurozone, da stehen eher noch Zinserhöhungen an. Das wäre aber Bad News, oder? Wenn es länger dauert mit den Zinssenkungen? Absolut, absolut. Und wir glauben, das hat der Markt noch nicht eingepreist. Ja. Da besteht durchaus das Potenzial, dass wir insbesondere jetzt in den nächsten Monaten nochmal eine gewisse Korrektur sehen werden. Die wird nicht ins Bodenlose fallen. Das heißt, investiert bleiben ist gut. Jeder Tag, der uns eine positive Rendite gibt, die sollte man noch mitnehmen. Aber dann wirklich eine deutliche Korrektur auf Nutzen, um dann wieder zuzukaufen. Also dann war das gar nicht so schlimm mit der Fear of Missing Out, weil es gibt möglicherweise nochmal eine Chance und die ist dann wahrscheinlich bei der nächsten Korrektur. Das ist so. Also auf jeden Fall investiert bleiben und dann zukaufen. Ja. Wie sieht es regional aus? Gibt es da
der Märkte, die Sie bevorzugen im Moment? Also muss es die USA sein oder gibt es da Alternativen? Es gibt Alternativen, zum Glück mittlerweile wieder. Wir haben zum Jahresende hin auch Europa zugekauft. Der Markt läuft wirklich recht gut. Werden wir dann auch später noch sehen in der Analyse. Für uns ist es ein klares zyklisches Zeichen, ist ein Bewertungssignal auch. Europa ist sehr, sehr günstig und wir gehen wirklich davon aus, dass in Europa die Rezession nicht so schwer ausfällt und Europa profitiert von der China-Öffnung. Im Moment, zumindest für mich, stellt sich so ein bisschen die Frage, neue Welt oder alte Welt. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Können Sie da irgendwie Licht ins Dunkel bringen? Also 2023 sollte eher wieder alte Welt sein. So Old Economy schlägt New Economy, ist eines unserer großen Themen für das Jahr 2023. Das heißt, wir werden bei einem zyklischen Rebound, bei einer zyklischen Erholung, dann auch wieder gute, alte und auch günstige Industriewerte sehen. Sie sprechen Industriewerte an, wenn wir mal so ein bisschen die Branchen anschauen. Gibt es da so Favorites, die Sie im Moment haben? Auf der Branchenseite im Moment sind wir da noch zurückhaltend, weil wir, wie gesagt, eher in Richtung defensiv kurzfristig gehen und dann erst wieder, ich sag mal, dass das höhere Beta-Exposure noch aufbauen würden. Im Moment wären wir eher sogar noch bei den europäischen Dividendentiteln dabei. Jetzt, Roland, du bist der Markttechniker. Jetzt haben wir gehört sozusagen, was aus der strategischen Sicht wichtig ist. Mhm. Wenn man die Technik anschaut, kannst du das bestätigen? Also sozusagen nochmal ein leichtes Aufbäumen im Sinne von steigenden Märkten, dann eine Korrektur und dann irgendwann geht es dann vielleicht längerfristig auch bergauf oder siehst du es da ganz anders? Ja, also was wir ja sehen ist, man muss kaufen, wenn die Kanonen donnern an den Aktienbörsen. Und das war Ende September, Anfang Oktober der Fall. Das gab eine gute Kaufgelegenheit. Wenn wir jetzt anschauen, was die letzten zwei Monate geschehen ist, gegenüber dem Top, ich nehme immer gerne so einen Referenzpunkt, wo man dann weiterschauen kann. Wenn man jetzt die Kurse von Anfang Dezember nimmt, der SMI ist sogar aktuell jetzt zu dieser Stunde im Minus gegenüber Anfang Dezember. Der S&P 500 noch etwa 1,5% im Plus, also nicht mehr so viel. Und man sieht, das Aufwärtsmomentum nimmt langsam ab. Das Einzige, was noch läuft, Anja hat es gesagt, sind die EU-Märkte, also alles, was mit Euro zu tun hat. Und darüber haben wir ja im Oktober schon gesprochen. Da warst du ja auch sehr gut gelegen mit diesen EU-Märkten, aber man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, die könnten auch langsam aufgereizt sein. Ja, also was man ja gesehen hat zwischen Januar und Ende September, haben die EU-Märkte, also Eurostoxx, DAX und so weiter, ein Archio aufgebaut gegenüber den S&P 500 und SMI dazu. Habe ich auch in der FUW Mitte Dezember einen Artikel geschrieben. Und das Archio hat sich jetzt wieder geschlossen, also der Renditeunterschied. Jetzt, wenn man das auf ein Jahr hinaus anschaut, haben sich die Märkte wieder einander angeglichen und das ist jetzt geschehen. Ich glaube, dass die Performance, die Outperformance von DAX und Eurostoxx jetzt nicht mehr allzu lange anhalten wird. Und insgesamt haben wir einfach überall Sättigungsanzeichen. Also es wird wohl da jetzt wieder in die andere Richtung gehen. Also ich vereinfache jetzt hier mal ein bisschen das, was ich jetzt hier gerade mitnehme, ist, es wird noch eine Korrektur geben und die wird dann die Chance für uns alle eröffnen, in die Aktienmärkte einzusteigen. Also wie wir vorher schon gesagt haben, Fear of Missing Out, don't worry about it, you won't. Und da gibt es noch Möglichkeiten. Jetzt gehe ich aber noch mal kurz von den Aktien ein bisschen weg, weil wenn es jetzt so ein bisschen shaky ist, dann würde ich doch vielleicht gerne noch eine Alternative haben. Was gibt's denn da? Absolut. Also wir präferieren Rohstoffe. Zum einen haben die Rohstoffe das China-Potenzial noch nicht völlig inkorporiert. Zum anderen sind Rohstoffe auch bei geopolitischen Themen natürlich immer ein guter Hedge. Gilt auch für das Thema Inflation, wenn die dann doch nicht so stark zurückkommt. Und zu guter Letzt die Energiepreise in der Eurozone. Gas ist um 80% gefallen. Mir ist heute auch wieder ganz schön kalt geworden. Ich glaube, da hat es noch Potenzial nach oben. Wunderbar, da sind wir gespannt. Ganz am Ende sind wir aber noch nicht. Sie haben es sicherlich nicht vergessen. Ich habe Ihnen versprochen, noch einen Trading-Tipp zu geben. Und da bewege ich mich jetzt mal so in der Tech-Welt. Und da ist es im Moment recht schwierig, weil die haben jetzt wahnsinnig zugelegt, vor allem die Großen in den letzten paar Monaten. Und da kommen wir wieder zu dieser Fear of Missing Out. Und da hat man, glaube ich, teilweise schon dieses Missing Out hinter sich, beziehungsweise man hat es verpasst. Und deswegen nehme ich einen Titel, den viele nicht so mögen, aber den ich absolut super finde, vor allem vom Konzept. Und das ist Airbnb. Airbnb kennen Sie alle. Das ist dieses Unternehmen. Die sind Weltmarktführer, wenn es darum geht, Wohnungen anzubieten, Ferienhäuser auf der ganzen Welt. Ich kenne keinen Markt, wo die nicht der Marktführer sind. Und ich persönlich, ich gehe fast
ausschließlich mit Airbnb in die Ferien, kaum mehr ein Hotel und ich finde, es gibt nichts Besseres als Airbnb. Das heißt natürlich noch nicht, dass man die Aktien kaufen soll, aber Airbnb hat im Gegensatz zu anderen Tech-Titeln noch nicht wahnsinnig stark zugelegt. Ein bisschen haben sie auch schon zugelegt, aber die kommen von da oben, sind jetzt ungefähr hier und ich glaube, man kann die noch kaufen. Die machen mittlerweile auch richtig schön Profit. Also die haben ein Net-Income im letzten Quartal von über 1 Milliarde Dollar gehabt. Also 1 Milliarde, das ist schon richtig viel. Das ist kein Tech-Unternehmen, das irgendwie noch Geld verbrennt. Und ich glaube, auch der Trend zu Long-Term-Rentals und dass die generelle Erholung des Reisemarktes, da wird noch richtig viel kommen. Also ich finde, mit Risiko immer, Airbnb ist ein super Trading-Tipp. Und wenn wir schon bei Tipps sind, ich hätte gerne auch ein paar Tipps von Ihnen. Und zwar Tipps, was wir in den nächsten Sendungen alles so besprechen sollten. Seien das Aktien, seien das Themen, egal was, sagen Sie uns einfach in den Kommentaren und dann machen wir das genauso. Und damit sind wir jetzt schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.